Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag und wir machen heute weiter mit diesem Assassin-Auftrag. Was haben wir denn? Der Schatzjäger. Eine spanische Expedition sucht auf dieser Insel nach einem verschollenen Artefakt. Der Anführer der Gruppe ist ein finanzieller Templar. Er muss sterben, bevor er das Artefakt findet. Im Idealfall gibt es 1500 Real dafür. Aber auch nur dann, wenn wir uns nicht in Kämpfer verwickeln lassen. Da also. Okay. Warte mal, wo müssen wir hin? Wo sind wir denn überhaupt? Ich glaube, wir sind da. Ne, weißt du, was wir machen? Wir hüpfen mal kurz rüber zu Darabaco Island. Warte mal, oder was? Wir haben ja den Aussichtspunkt hier auf dieser Insel, ne? Dann machen wir das doch mal ganz einfach so. Im Idealfall schaffen wir das tatsächlich wie bei dem einen Assassinen-Auftrag, dass wir uns zwei gefallen lassen. Das ist ein Feind. Was ist das denn? Da unten drin? Nee. Okay. Da ist er. Vale que este tesoro parta en el próximo barco a Sevilla o volveréis a La Habana a nado. Geschafft. Na was? So. Quédate donde está. Vete despidiendo. Warte mal. So. Ich muss dich nur gerade mal ganz kurz aus dem Kampf ziehen. Aber wir haben, glaube ich, unser Ziel erreicht. Eigentlich wollte ich die Gegner noch kurz wegnatzen. Aber ist egal, wir haben so unsere Aufgabe zumindest mal mit Bravour gelöst. Würde ich sagen. Das hat gerade sich wenig mit uns zu tun. Jedenfalls haben wir die Aufgabe geschafft. So, Alter, was ist denn das hier? Eine Schnellreise. Okay. Ich überlege gerade, ob ich einfach kurz sagen, wir machen das vor dort. Weil da wollte ich sowieso mal hin. Wisst ihr, weiter, wir eh noch eine relativ kurze Folge gemacht haben, also bisher kurz gemacht haben. Wir gehen mal da mal kurz hin und dann holen wir uns das eine vor. Oh, das war jetzt keine Absicht. Öffnet die Hauptsegel! Das Problem ist, bereit zu schießen, Sir! Alle. So, dann gehen wir mal darüber und holen wir uns das eine vor. Wenn wir Glück haben, haben wir keine Gegner. Total. Präsentieren sich uns! Was sind die dafür bezahlen? Kurs wechseln! Wir laufen auf Grund! Feuer! Nachladen! Der nächste trifft! Kanone bereit! Feuer! Na, platzierter Schuss! Fang auf, Geil! Im Druck vom Baum! An Steuer, Captain! Du reißt uns in Stücke! Fire!
sie verwundet. Ja! Die zielen auf uns. Feuer! Ja! Sie laden sich. Bereich neu aufbauen. Feuer! Na, nur ein gut platzierter Schuss. Sind bereit, Sir. Feuer! Ja! Gib den Befehl, Sir! Feuer! Ja! Lass uns die Türme ausschalten! Feuer! Ja! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schießt! Halbes Segel, fangt etwas weg! Ja, machen wir mal ein bisschen raus aus der Nummer hier gerade. Segelreffen raus aus der Böe! Feuer! Na, nur ein gut platzierter Schuss! Ja! Feuer! Ja! Der Waffenbefehl ist ein Feuer! So, ich stimme jetzt gerade mich ein bisschen auf der Schusslinie. Ich habe schon gesehen, dass da hinten auf irgendwo. Das ist nicht so eine gute Idee. Wir haben es vor. Sie geht gleich runter. Feuer! Ja! Yeah! Locker trimmen, alle Segel einholen. So, dann holen wir das vor jetzt. Großsegel bergen. Öffnen und trimmen. Leesegel heißen, los geht's. Leesegel, wir reiten die Böe. Bei reiterisch dürften sie uns jetzt nichts mehr tun können. Mars und Taubsegelberg! Gib mir etwas Fahrt! Hoch die Wanden, da wird's bald! Einholen! Einholen! So, docken wir mal an. Ich muss ja gerade kurz schauen. Oh Gott. Wo muss ich denn da lang? Das ist natürlich immer gut. Denn da? Ich würde ja gerne mal jetzt. Gucken. So, dann müssen wir uns ja kurz den Offizier da holen.
Frage, wo müssen wir da hin? Da müssen wir lang. Schauen wir da hoch oder was? Kriegsraum erreichen. So, dann gehen wir da kurz rein. Machen die Tür auf. Und haben ein Vor. Geschafft. Und damit ist die Spanier noch ein kleines Stückchen mehr Erde, beziehungsweise Fleckchen. Ah, das ist hier was. Legendäres Schiff. Okay. Ja gut, dann haben wir zumindest das zweite vor und arbeiten uns langsam jetzt hier ein bisschen rein. Also ich werde nicht immer jedes... Hier hätten wir noch eine Möglichkeit, ein vorzumachen. Ich würde mir sonst eigentlich in der nächsten Episode, wenn es möglich ist, diese zwei hier noch holen. Contorior und Castillo de Jaguar. Die zwei auf jeden Fall. Wobei hier gibt Bara ist noch relativ einfach. Also die drei würde ich fast sogar machen. Und dann wird es ein bisschen, wird es Step by Step. Also wie Sinn? Wir haben hier unten noch ein bisschen was Schweres. Das ist schwer. Das ist schwer. Das ist schwer. Und da wäre schon wieder ein Mittel. Also eigentlich nur diese drei hier unten, die schwer sind. Alle anderen wären Mittel bis einfach. Und dann hätten wir zumindest mal ja, wieder ein bisschen mehr Land. Und dann hätten wir schon fast die Karibik. Wenn man bis auf drei, dann immer bis auf drei. Wie gesagt, legendäre Schiffe, das muss nicht immer sein. Ich weiß, dass auch hier ganz, ganz viel noch an aber hier sind noch ganz viele Kisten und warte mal, bevor ich jetzt weiter mit dem vormache, machen wir jetzt kurz durch die Kisten hier. So, warte mal. Da oben. So. Das ist nochmal das Animus-Fragment. Da vorne. Also weiter ohne weiteres hoch. Ja. Scheinbar, oder? Da ist er noch.
ist eine Kiste. Habe ich zumindest die unten mit. Da hinten ist sie. Ja, wir könnten auch die ganzen Dings machen. Die Aufgaben machen. Aber ich will eigentlich gerne jetzt so nach und nach die ganzen Forts in den nächsten Folgen machen. Dass wir das dann relativ gut hinbekommen. Wo ist noch eine Kiste, oder? Gerade irgendwo ist. Ah, hier unten ist der Turm. Ich will mal wissen, die Glitzerkiste. Ich höre sie doch irgendwo. Hier. So, dann haben wir also, glaube ich, aber die Aufgaben zumindest, was hier betrifft, alles durch. Ja. Gut. Dann gehört das vor uns. So, dann haben wir das auch. Jetzt überlege ich gerade, wie weit wir jetzt vorgehen. Theoretisch müssten wir mit dem Schiff von Havanna aus. Das fehlt jetzt ja auch noch hier, ne? Cape Buena Vista. Zumindest ein bisschen was. Das müssen wir ja auch noch machen. Aber ich würde jetzt eigentlich gerne mich nach und nach die zwei Forts hier machen. Contoria und Castillo Vaga. Oder machen wir erstmal das Ding hier. Gibara. Wisst ihr was? Wir machen erstmal Gibara. Machen wir jetzt erstmal Gibara und dann holen wir uns die anderen beiden. Weil das ist jetzt das etwas weitere. So, dann müssen wir rüber nach Salt Key Bank. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter.